Ein Verein zurück im Profifußball. Zwischen Kult und Tradition. Neues von Dynamo. Wer in diesen Tagen sein Kalendertürchen öffnet, den erwartet so manche süße Versuchung. Beim dynamischen Adventskalender hingegen geht es nicht um Schokolade, sondern um Papier und die gute Sache. Hallo, ich bin Sebastian Schuppern von Dynamo Dresden und heute verkaufen wir Lose. Nicht den Trainer, sondern Lose für einen guten Zweck. Los geht's. Der Trainer bleibt der Mannschaft natürlich erhalten. Um zu gewinnen, benötigen die Fans diese Papierschnipsel. Der gesamte Erlös kommt Dresdner Fanprojekten zugute. Frank Delis hatte die Idee und setzt sie mit voller Leidenschaft um. Es macht Spaß. Es ist jetzt halt nach dem Dortmund-Spiel auch aufgefallen, dass es wichtig ist, die denkenden Dynamo-Fans irgendwie zu bündeln und sich da auch ein bisschen dafür einzusetzen, dass es in die richtige Richtung sich entwickelt. Jeden Tag ziehen die Spieler ein Los. Jeden Tag gibt's etwas zu gewinnen. Alle Preissponsoren sind natürlich auch Dynamo-Fans. Eine außergewöhnliche Aktion in einem außergewöhnlichen Verein. Das macht Dynamo halt auch aus und das ist wirklich eine einmalige Sache, würde ich fast sagen, im deutschen Fußball. Mit Dynamo erlebt man immer spannende Geschichten. Heute öffnet Sebastian Schuppern das achte Türchen. So, der Gewinner von 2 VIP-Tickets für ein Dynamo-Spiel ist Dirk Kutschke. Und ab zurück ins Studio.